Jo Leute, was geht? Ich bin's Kevin, damit ein herzliches Willkommen zu einem Shadowflug Video auf dem Kanal, Leute. Ja, heute gehen wir das Spiel FC Zürich gegen Servette schauen, Leute. 16:30 ist Anpfiff, Leute. Ich hoffe, wir gewinnen es heute. Das 24 gegen Servette vor der Winterpause. Das letzte Mal vor der Winterpause haben wir 24 gegen die gewonnen. Das habe ich noch nicht vergessen. Ich hoffe, das wird wieder so ein guter Auftritt von dieser Mannschaft, die das 24 gegen Servette vor der Winterpause. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, wie es heute läuft. Ich bin auf jeden Fall heute nicht beim Sektor C, sondern ich bin beim Sektor A auf der Haupttribüne, beim Sektor A8, also Block 8. Das ist nicht so, weil das Ding ist halt, Leute, dort hat es viele Plätze und es ist halt nicht immer voll mit Leuten. Und beim Sektor C hat es extrem viele Leute und ich habe auch nicht immer Bock, so neben viele Leute zu sein. Darum habe ich heute ausnahmsweise, sitze ich beim Sektor A, genau. Also es ist eigentlich sozusagen, glaube ich, neben dem Raum vom Gästesektor, wo Servette wahrscheinlich sein wird heute. Glaube ich jetzt mal, aber ja, Leute. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefällt, Leute, lasst gerne ein Abo da, like, gut, gerne die Glocke, Leute. Und ich probiere heute nicht zu fluchen, Digga. Ich probiere es einfach, Leute. Was vorletztes Mal mir echt leid ist, mir einfach rausgerutscht. Schon mal auf jeden Fall noch leid, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann später wieder. So Leute, ich bin jetzt ganz dumm beim Sektor A8, also Block 8, Leute. Ich von da oben haben wir so eine geile View, Digga, ich sag's euch, also ich glaube, ich gehe jetzt immer nach oben, weil also, sieht man einfach, es ist einfach deutlich besser, Leute, es ist unglaublich, also wirklich, wow. Wirklich eine bessere Sicht von hier oben, also wirklich. Ich war noch nie ganz dumm, also das ist ein Fehler, dass ich noch nie hier ganz dumm war, weil es ist eine geile View hier oben, muss man schon sagen. Startaufstellung von unserem FC Zürich mit der Nummer 25, Yannick Brecher. Nummer 2, Ibrika Peri. Nummer 4, Becir Omeragic. Nummer 6, Fidan Daliti. Nummer 7, Bredian Krasnici. Nummer 11, Jonathan Okita. Nummer 15, Ayegun Tosin. Nummer 17, Sheikh Conte. Nummer 19, Nikola Boramjasevic. Nummer 21, Plenin Cemaili. Nummer 24, Nikola Katic. Der Trainer vom FC Zürich ist der Punkt. Thank you.
Jetzt ist Pause. Ja, 0 zu 0, Leute. Ich denke mal, das Unentschieden ist so hauchdünniger, weil ich sage so, Servet hat in der Anfangsphase echt gedrückt. Zwei echte oder drei echte ganz Paaren von Jani Brecher hat uns das Unentschieden in die Pause gebracht. Jetzt steht ihm noch 0 zu 0. Ich hoffe, in der zweiten Halbzeit, dass er jetzt ein bisschen schwungvoller. Wir werden ein bisschen besser aus der zweiten Halbzeit rauskommen, die Probleme. Ja. Aber ja, Leute, gut, mal sagen, nicht spät. Die 73. Spielminute, Goal für Servet, Torschütz mit dem Nummer 27, Enzo Pivelli.
neuer Spielstand auf der Führerinsel mit Heiss. Das Spiel zu kommentieren. Aber ich bin nicht so ein Typ, wo jetzt gerne sein Fußballspiel kommentiert wird. Das tut mir auf jeden Fall leid. Aber 1-1 geht in Ordnung. Ja, League, dieser junge Typ hat sein erstes Tor gemacht heute. Ja, so stabile Leistung war es nicht. Ich glaube, das 1-5 für Servet war verdient. Und dann, ich glaube, nach 5 Minuten eine schöne Reaktion, das 1-1 geht schon klar. Jetzt Auswärtsspiel gegen Lugano. Da werde ich live gehen, Leute. Genau um 20.30 Uhr. Genau das in 2 Wochen ist das nächste Spiel gegen den FC Luzern. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst kein Abo da, Like auch, gerne die Glocke, Leute. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.